Viele haben gefragt, ob wir was zum Thema Noppen kommen können. In diesem Sinne haben wir ein kurzes Video aufgenommen. Viel Spaß dabei, bleibt dran, wenn ihr euch dafür interessiert. Hallo liebe Tischtennis-Community, willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Björn Stelting und ich habe heute die Laura Klimek mit am Start. Laura spielt eine lange Noppe und speziell darum soll es auch im heutigen Video gehen. Laura ist jetzt 14, wird bald 15, spielt es recht erfolgreich. Gute Erfolge in letzter Zeit, Hessenmeisterin Damen A und beim Top 48 der Schülerin war sie Dritte zum Beispiel und spielt da ein sehr ungewöhnliches Spielsystem. Wir hatten auch schon ein paar Videos gemacht, wer die noch nicht angeschaut hat und vielleicht das noch tun will, verlinke ich die Videos noch in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns gleich im Video, bleibt dran. So, dann kommen wir auch schon zum ersten Tipp, nämlich viel auch auf Unterschnitt zu spielen, muss man trainieren und kommt besonders bei Noppenspielern mit langen Noppen häufig vor, dass der Ball eben auch geschupft wird. Und auch für Spieler mit kurzer Noppe ist es auf jeden Fall sinnvoll, da man ins offene Spiel reinkommen möchte und auch eröffnen können sollte. Hier seht ihr jetzt ein paar Mal die Laura beim Rückhandangriff. Auf Unterschnitt natürlich auch wichtig. Ihr seht, nicht immer diagonal, sondern eben auch öfters parallel. Da ist es meistens noch gefährlicher. Und hier noch eine Übung, wo man es auch ganz gut trainieren kann, nämlich Eröffnung, Nachspielen und die Noppe, mehr Noppe blocken, kommt wieder Unterschnitt zurück. Und da habt ihr das so quasi in einer Übung immer hier Eröffnung, Nachspielen und die Noppe einsetzen. Natürlich sollte man auch gut schupfen können. Auch wichtig, man steht nicht immer gut zum Ball, man kann nicht immer jeden Ball ziehen. Oft kommt Unterschnitt, müsst ihr euch drauf gefasst machen. Deshalb nicht nur das offene Spiel trainieren, sondern eben auch Unterschnitt. Dann kommen wir auch zum zweiten Tipp und der heißt Differenzierung, Konterschuss. Ihr seht hier eine Spielübung, ein Beispiel, Laura schneller, ein langsamer. Jetzt seht ihr die Laura mal nur schnell spielen, ab und zu spielt sie trotzdem ein bisschen langsamer. Ihr müsst nämlich gucken, wie liegt der Ball. Man kann nicht jeden Ball festzuspielen. Immer schauen, wenn der Ball gut liegt und ihr den am höchsten Punkt treffen könnt, könnt ihr schnell spielen. Ansonsten reicht auch ein Konterball. Hier seht ihr jetzt die Laura nochmal beim Blocken. Natürlich auch sehr wichtig. Ja, ist für ein aktives Spielsystem, wenn sie da auch viel angreift. Aber man sollte sowohl mit der Vorhand sicher sein im Blockspiel, als auch mit der Rückhand, weil gerade wenn man mit der Noppe blockt und der Ball nicht ganz so gerade kommt, reicht es schon öfters aus. Und gerade wenn ihr auch hinbekommt, mit einer langen Noppe sicher zu blocken, ihr seht, mit einer kleinen, frühen Bewegung, ohne viel Kraft, einfach die Ball bremsen, geht es ganz gut. Kann man die Gegner oft unter Druck setzen und da einen Punkt erzielen, ohne selbst angreifen zu müssen. Generell, gerade wenn ihr jetzt eine kurze Noppe spielt, aber auch mit einer langen Noppe am Tisch, ist es wichtig, dass ihr den Ball möglichst früh spielt. Gar nicht viel Kraft benutzen jetzt in dem Fall, einfach nur das Tempo benutzen, was ankommt und den Ball möglichst schnell auf die andere Seite zurückspielen, so dass der Gegner unter Zeitdruck gerät und ihr den Punkt machen könnt, beziehungsweise den Punkt vorbereiten könnt. Ja, ich hoffe, dass ihr Spaß hattet mit dem Video und vielleicht den einen oder anderen Punkt in euer Training integrieren könnt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Cool, dass ihr zu dem spontanen Video eingeschaltet habt. Bis bald.